Buongiorno. Buongiorno. Wir sind jetzt gelandet im Norden der Insel an der Costa Esmeralda. Und wir befinden uns gerade in Carnegione auf dem Markt und haben jetzt sehr erfolgreich geschaut. Wir sind auf dem Camping Village Isoletta. Ja. Ist aber toll, ist um diese Jahreszeit ein Axi-Platz. Und wir haben einen tollen Stellplatz, den filme ich euch später noch. Da hatte ich jetzt keine Zeit nicht dafür, dass wir es einfach, ja, machen. Aber das zeige ich euch später noch. Das ist ein geiler Stellplatz, direkt auf dem Berg drum. Alles gut. Und da bleiben wir jetzt eigentlich noch, bis unsere Fähre geht. Ein paar Eindrücke von Carnegione bringen wir auf jeden Fall noch mit. Ich mache nicht zu viel, weil das haben wir schon in einem anderen Video mal schon drin gehabt. Ein paar schöne Bilder vom Hafen. Und vielleicht gehen wir noch auf den Nachtmarkt. Mal schauen. Wollen wir mal schauen. Aber ich zeige euch dann die Bilder vom Hafen auf jeden Fall. Hier ist toll. Also dranbleiben. Ciao, ciao, ciao. Salve! Wir haben jetzt einmal oder sind gerade drüber, in Hafen zu erkunden. Da liegen schon Millionen an Booten, Millionen an Werte liegen da, so muss man sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Der Wind geht extrem. Aber ich zeige es euch am besten selber. Ich mache einen schönen Schwenk. Das ist die Einfahrt so, da kommt man rüber von Palau. Also die Insel hinten ist nicht La Maddalena. La Maddalena ist ein Stück weiter. Aber hier, ja, also die Costa Esmeralda ist schon wunderschön. Also die kann ich jedem empfehlen. Sie ist zwar ein bisschen teuer, wie jetzt, sagen wir mal, unten der Süden oder der Westen. Aber das ist, also hier im Hintergrund sieht man ja Carnegione. Ein sehr, sehr schönes Städtchen. Wie gesagt, heute war Markt. Also, ja doch, man kann immer, also da kann man auch schön flanieren. Kann sich schön hinsetzen, mal einen schönen Cappuccino trinken oder einen echt tollen Espresso. Also, wir genießen das schon. Und das ist auch für uns jetzt ganz toll, weil wir eigentlich nur noch 40 Kilometer bis zur Fähre haben. Also, ich würde sagen, top. Thank you.
Das ist auch eine Bucht. So, wir begeben uns jetzt langsam. Die Anfahrt zum Camping Isoletta. Ich hoffe, der Gimbal schafft es so. Also Camping Isoletta, wie gesagt, ist der gleiche Besitzer von Camping Village, Laguna Blu, La Tortuga, Capo di Orso und Isoletta gehören beide zusammen. Also alle vier. Der Campingplatz verfügt über vier verschiedene Strände. Stein, Sand, groben Sand, also alles Mögliche. Sanitäranlagen sehr, sehr sauber, sehr gepflegt. Sie gehen einem wunderschönen Standard nach, wie gesagt, und ist in der Vor- und Nebensaison ein Axi-Platz. Was wir auch gut gefunden haben, das ist, du wirst mit einem Campingwagen, zu den Plätzen, der zeigt dir die dann. Du stehst halt dann in der zweiten und dritten Reihe, was ja eigentlich kein Problem nicht sein dürfte. Also für uns nicht, wir haben einen tollen Ausblick. Das werde ich euch zeigen. Ich fahre jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Es gibt auch Privatbäder, wer das mag. Aber dafür habe ich mein Wohnmobil oder meinen Kasten, dass ich das im Prinzip für mich selber ja schon habe. Also zum Duschen natürlich, wenn sie vor Ort sind, und die sind sehr, sehr sauber. Also hier steht man ein bisschen unten, das ist auch der sehr teure Bereich. Da kostet ich teilweise am Wasser dort die Nacht über 70 Euro. Das haben jetzt wir gesehen. Oh, ich glaube, da geht es nicht mehr weiter, oder? Doch. Es sind halt viele Mobilhomes. Machen wir euch einmal einen kleinen Einblick. Wie gesagt, der Standard ist sehr hoch jetzt. Gefällt mir sehr gut und wirklich, da zahlt man echt die 20 Euro lieben gerne. Jetzt geht es mal rum. Jo. Jetzt fahren wir uns in Richtung Stellplatz. Das ist wieder ein vorne wieder ein Toilettenhäuschen. Sehr sauber, sehr gepflegt. Muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, er verfügt über vier verschiedene Strandplätze, Strände, was uns natürlich sehr gut gefällt. Wir wechseln jeden doch zweimal. Da geht es ein bisschen bergauf, das hier ist alles ein wenig Axi. Das ist einmal mittendrin. Waren wir auch schon mal gestanden. Der ist ja witzig, der Camper. Der ist so witzig. Aber es genügt, gell? Na gut, das schöne Wetter, was willst du mehr? Du sitzt da sowieso die meiste Zeit heraus. Was uns gut gefällt, das sind diese runden Mobilhomes, oder die sind echt spitze. Sind zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also es ist für jeden was da, der Platz bietet wirklich sehr viel. Das sind die Zeltunterkünfte, natürlich standesgemäß mit Klima. So, wir sind jetzt eigentlich direkt auf dem Berg raufgefahren, weil Isoletta ist ja eine Halbinsel. Ja, jetzt geht's los, der Rundumblick. Den zeige ich euch jetzt. Hier geht's einmal. Das ist Richtung Palau und La Maddalena. Ja. Und hier ist die Else. So, und jetzt noch einmal
in der Komplettaufnahme. Ilse, einmal Schwenk. Und hier geht's schon los. Das war da oben, wo man da oben sieht, das ist Palau. Von da aus kann man direkt in 17 Minuten mit einer Fähre übersetzen nach La Maddalena. Ja, und das ist unser Rundumblick für heuer. Naja, ich sage ja, und das für 20 Euro. Ich darf sagen, wieder mal alles richtig gemacht. Ja, und jetzt seht ihr mich nochmal. das wird vom Platz her alles sein, was ich gezeigt habe. Wir werden jetzt da noch 1,5 Tage stehen, also heute, morgen und übermorgen geht ja die Fähre in der Nacht. Von da werde ich nichts mehr zeigen, vielleicht, dass wir noch auf den Abendmarkt gehen, nach Canicione, das weiß ich noch nicht. Müssen wir erst mal erkunden, ob er noch ist, zu der Saison Ende September, Anfang Oktober. Übrigens, wir haben jetzt gerade 28 Grad. Es geht ein bisschen ein Lüftel, also sehr angenehm. Nur mal so nebenbei. Was uns noch interessieren wird, wird noch die Anfahrt Richtung Fähre. Da ist noch Porto Cervo. Also das wollen wir uns so anschauen. Das ist halt, ja, das ist im Prinzip ja dieses künstlich geschaffene Ortschaft. Dorf kann man ja nicht sagen. In sardischen Stil gebaut worden, wo eigentlich, sagen wir mal, schon die Reichen und Schönen verkehren. Also das wollen wir sich mal anschauen, nicht so lange, aber das liegt halt am Weg auf der Fähre. Okay, wenn es was Interessantes weiteres gibt, bleibt dran. Also bis dahin, salve, ciao.